Ja, wir sind hier an der Schanze in Bad Oldesloe, Thorsten Albig bei mir. Heute ein kleines Nachbarschaftsfest. Was macht diese Nachbarschaft hier eigentlich aus, Thorsten? Ich habe den Eindruck, sie macht aus, dass sie auch über die Schanze zusammengekommen ist, dass man hier einen Ort gefunden hat, wo man Nachbarschaft auch wieder lebt. Viele haben mir erzählt, dass sie lange hier schon leben, aber eigentlich nebeneinander. Mhm. Und jetzt gibt es wieder einen Ort, wo man sich trifft. Und das ist ein schönes Projekt, das die letzten Jahre hier auf den Weg gebracht wurde. Absolut, die SPD ist ja auch total oft hier. Ja, der Ortsverband tagt ja auch, glaube ich. Ja, genau, regelmäßig. Ja, bei mir ist jetzt Susanne Donnier, die Landtagskandidatin hier unter anderem für Bad Oldesloe. Susanne, du warst heute mit Thorsten Albig unterwegs in Bad Oldesloe. Was habt ihr denn eigentlich so gemacht heute? Also wir waren erst morgens im Gottesdienst in der Peter-Paul-Kirche. Das war sehr schön, weil es war ein Abendmahl-Gottesdienst und es war eine Predigt zum Thema Hiob und Vertrauen. Ja, Vertrauen und das passt irgendwie hatte ich dann ein bisschen das Gefühl, dass Thorsten denkt, ich hätte den Gottesdienst und die Predigt bestellt, was aber nicht der Fall war. Und dann waren wir noch hier heute in der Schanze in Bad Oldesloe beim Nachbarschaftstreff. Da war es ein bisschen gemütlicher. Ja, das war toll. Das sind, also ich habe eben gerade noch mal gehört, 50% der Menschen, die hier da waren, die kommen hier aus dem Viertel und das ist ja hier so ein Quartierszentrum, wo sich die Leute auch treffen sollen. Und das ist genau das, was auch zu meinem Wahlkampf und zu mir passt. Mein Motto, nah bei den Menschen, das hat hier wirklich stattgefunden und ich habe gemerkt, Thorsten hat es Spaß gemacht und mir hat es Spaß gemacht. Ich fand, das war richtig eine gelungene Geschichte, sehr gute Gespräche zum Thema Flüchtlinge, zum Thema Energie, zum Thema Polizei, einfach klasse.